In dieser Klausuraufgabe geht es um die Diffusionsgeschwindigkeit und das Konzentrationsprofil. Eine Lösung von Polystyrol in Cyclohexan in einer 12 cm langen Küvette besitzt zu einem Zeitpunkt T folgendes Konzentrationsprofil. Der Diffusionskoeffizient des Polymers im Lösemittel beträgt 5·10⁻⁷ cm² pro Sekunde. Berechnen Sie den Konzentrationsgradienten an der Stelle x gleich 9 und berechnen Sie die Veränderung der Konzentration an der Stelle x gleich 6. Der Konzentrationsgradient ist einfach die Steigung der Kurve. Wenn wir bei x gleich 9 die Tangente anlegen, erhalten wir dieses Bild. Wir können jetzt die Steigung abschätzen. Wir haben etwa 1 Mikromol pro Zentimeter hoch 4 als Steigung. Daraus können wir nach dem ersten Fiction-Gesetz die Diffusionsgeschwindigkeit ermitteln, denn diese ist proportional dieser Steigung. Nach dem zweiten Fiction-Gesetz können wir die Änderung der Konzentration aus der Krümmung der Kurve ableiten. Die Krümmung der Kurve bei x gleich 6 ist gleich 0, obwohl die Steigung hier maximal ist. Also ist auch die Änderung der Konzentration an dieser Stelle gleich 0. Wenn wir das Konzentrationsprofil als Funktion der Zeit auftragen, erhalten wir diese Abbildung. Sie sehen, dass die Konzentration in der Mitte der Kurve konstant bleibt.